Hi, hier ist wieder Christian von appdated.de und jetzt zeige ich euch ein ganz kleines Hands-on von dem Samsung Galaxy Note bzw. Galaxy Pro Book Cover. Ihr könnt das sehen, das ist kompatibel mit der Galaxy Tab Pro Serie, die ich euch eben im 12,2 Zoll Format vorgestellt habe und ist so eine Art Schutzhülle von Samsung, also ein Original-Zubehörteil. Kostet im freien Handel momentan um die 50 Euro, besser gesagt 49,99 und gibt es in Schwarz bzw. in Weiß. Wie ihr hier schon entnehmen könnt, also der Rückseite, gibt es zwei Möglichkeiten, das Cover anzuwenden. Natürlich, um das Gerät zu schützen, wenn ich die Klappe zumache. Also es ist ein zweiseitiges Bookcover und ich habe die Möglichkeit, auf zwei verschiedene Arten und Weisen dieses Bookcover bzw. das Cover zu verwenden. Nämlich zum einen für das Schreiben, das bedeutet, es ist in einem flachen Winkel aufgestellt, und zum Konsumieren von Inhalten, also zum Videoschauen oder dergleichen, dann ist es etwas steiler aufgestellt. Weiterhin haben wir eine Auto-LCD-On-Off-Funktion. Was bedeutet, wenn ich das Ding schließe, geht das LCD-Display aus. Wenn ich es öffne, logischerweise natürlich wieder an. Wir packen das mal aus und wir schauen uns mal an, wie es verarbeitet ist, welche Funktion bzw. wie die Handhabung des Gerätes ist bzw. hier des Bookcovers. Und das war es im Grunde auch schon. Wenn ich das jetzt hier öffne, könnt ihr sehen, liegt noch hier so eine kleine Schaumstoffeinlage drin und das war's. Die Innenseite dieses Bookcovers ist mit so einem kleinen Samtüberzug überzogen. Das heißt, es fühlt sich wirklich ganz gut an. Von der Verarbeitung her, von der Verbindungssteife merkt man, es ist Kunststoff, aber es ist ein absolut hochwertiger Kunststoff. Das heißt, ihr kauft hier keinen billigen China-Schrott oder sowas, sondern es fühlt sich schon wirklich wertig an. Und ob es jetzt die 50 Euro wirklich wert ist, ich denke 10, 15 Euro weniger würden es für diese Hülle auch tun. Das ist also die Vorderseite, die ist dreigeteilt. Das heißt, wir haben im oberen Bereich eine kleine Unterbrechung, im unteren Bereich eine kleine Unterbrechung und natürlich die Rückseite, in der ich nachher dieses Tablet einlegen werde. Ihr könnt sehen, die Ecken bzw. die Aussparungen für die einzelnen Anschlüsse, die wurden hier wirklich sehr gut gearbeitet. Und im unteren Bereich habe ich hier noch so zwei Nippel. Das bedeutet, das sind so kleine Standfüße, die sind gummiert, damit ich das Tablet nachher in diesem Viewing Mode, also in dem Modus, wo ich Inhalte konsumieren möchte, wo ich Videos anschauen möchte, auch optimal aufstellen kann. Das zeige ich euch aber auch gleich noch. Das ist die Rückseite mit der Aussparung für die 8 Megapixel Kamera. Das bedeutet, ihr könnt auch im Zustand oder mit dieser Hülle natürlich dann Fotos knipsen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir legen das Ganze einmal ein. Dazu lege ich das mal etwas weiter in die Mitte. Setze das dann unten oder oben ein, das ist eigentlich egal. Und klicke es rein. Jetzt hat sich das Display gesperrt. Das entsperre ich mal ganz kurz. Und so sitzt das dann auch drin und ist auch wirklich bombenfest. Das bedeutet, ich habe das jetzt hier oben eigentlich nur an diesem Deckel. Und ihr könnt sehen, das hängt drin. Das fällt einfach nicht raus. Selbst wenn ich es dann kopfüber halte, ist das wirklich kein Problem, dass das Bookcover eben das Galaxy Tab Pro 12.2 noch hält. Und ihr könnt auch im unteren Bereich sehen, das ist wirklich absolut passgenau und passt wirklich auf den letzten Millimeter hinein. Schauen wir uns mal ganz kurz hier die Anschlüsse an, beziehungsweise wie diese ausgespart sind. Ihr könnt sehen, auf der linken Seite haben wir noch die Aussparung, eine großzügige Aussparung für den Lautsprecher und für den Audioanschluss. Im oberen Bereich setzt sich das Ganze natürlich fort mit dem Power-Button, Volume-Button, Infrarotsensor, Mikrofon. Und auf der linken Seite natürlich die Anschlüsse für auch wieder Lautsprecher, Micro-USB 3.0 und hier im unteren Bereich den Micro-SD-Karten-Slot. Zeige ich euch die erste Funktion, nämlich LCD-Auto-On-Off. Das wurde ja beworben. Was bedeutet, wenn ich jetzt hier dieses Bookcover schließe, müsste sich das LCD-Display automatisch abschalten. Und ihr seht, wenn ich das hier schon im ersten Drittel bzw. in diesem ersten Segment mache, schaltet sich das Display aus, nehme ich das wieder weg, schaltet sich das Display an. Und zu Anfang sagte ich, das würde über diese diesen Annäherungssensor hier oben funktionieren. Das heißt, wenn ich diesen Annäherungssensor zuhalte, dass dann das Display ausgeht. Aber nicht richtig gedacht, denn ich gehe einfach davon aus mittlerweile, dass dort ein kleiner Magnet bzw. ein Magnetmechanismus implementiert wurde, wie man das auch von anderen Tablets bzw. Schutzhüllen kennt, der dann einfach erkennt, dass die Schutzhülle zugelegt wird und dann automatisch das Display abdunkelt. Das heißt, wenn ich das hier drauflege, geht es aus, funktioniert relativ gut. So sieht das Ganze geschlossen aus und ihr könnt auch hier sehen, es hat etwas Spiel, wenn ich das hier oberhalb des Displays etwas hin und her rutsche, aber meiner Meinung nach noch im Rahmen des Möglichen und dem, was man hier so einer Hülle zugestehen kann. Und sie sieht wirklich gut aus. Ich muss echt sagen, mir gefällt die wirklich sehr gut und wenn ich dieses Tablet kaufen würde,
privat kaufen würde, würde ich es ja wahrscheinlich dazu benutzen, um wirklich Inhalte, also Videos anzuschauen, um mal zu surfen, um es irgendwo hinzustellen, würde ich, glaube ich, schon zu diesem Samsung Cover greifen, denn es fühlt sich nicht nur wertig an, es ist auch gut verarbeitet und es eben auch vor allem passgenau und es leiert eben nach wenigen Tagen nicht aus. Probieren wir jetzt einfach mal die Funktionen, die hier beworben sind, aus. Das heißt, ich kann es in zwei verschiedenen Richtungen aufstellen. Dazu muss ich dann hier dieses Backcover an die Rückseite anlehnen. Ich stelle das dann mal hier so auf und im unteren Bereich dieses letzte Segment muss ich dann abknicken. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Also hier im unteren Bereich ist das letzte Segment abgeknickt, im oberen Bereich liegt es an. Und es steht jetzt wirklich, ja, also man muss schon den richtigen Winkel treffen. Wenn man den hat und die Kraft sich nach unten auf hier diesen Schreibtisch abdrückt, dann steht es wirklich bombenfest. Das Ganze nochmal von vorne. Und dafür sind eben diese Nippel, also diese Gummifüße hier im unteren Bereich da, dass das Tablet wirklich sehr solide dasteht. Also das bedeutet, wenn ihr es wirklich hinstellt, dann steht es auch und dann fällt es auch nicht um. Da braucht ihr wirklich keine Angst zu haben. Das sieht schon wirklich gut aus. Das ist also dieser sogenannte Viewing Mode, wo ihr zum Beispiel Videos anschauen könnt. Eigentlich ist es dafür gedacht, um Videos anzuschauen. Der zweite Mode, das war dieser Typing Mode. Das bedeutet, ihr stellt das dann so auf, dass hier hinten eben die Kante so abgeknickt ist, also etwas flacher der Winkel ist, damit ihr dann hier besser auf diesem Tablet rumhacken könnt, besser eure E-Mails schreiben könnt. Und das probieren wir dann natürlich auch mal aus. Ich habe jetzt zwar hier keine Internetverbindung, aber ich rufe einfach mal Google Mail auf und versuche mal hier irgendwas reinzuschreiben. Und das ist jetzt also die Tastatur, die ich hier verwenden kann. Und vom Winkel her ist das schon angenehm. Und meiner Meinung nach macht dieser Winkel bzw. dieser Modus schon Sinn, wenn man wirklich hier schreiben möchte. Ich gehe wieder zurück. Und wie auch bei anderen Tablet-Herstellern ist es hier möglich, das Tastatur-Layout zu ändern. Das bedeutet, wenn ihr mit dieser Querz-Ansicht nicht zurechtkommt, könnt ihr das Ganze dann auch mit einer anderen Tastatur bedienen. Das bedeutet, ihr geht hier unten auf diesen Button, auf diesen Settings-Button, auf diesen Menü-Button, geht hier drüben auf die Tastaturen und habt dort noch zwei weitere Möglichkeiten. Eigentlich die normale, die ihr momentan gesehen habt, die schwebende, das bedeutet, ihr habt eine Tastatur, die ihr hier frei platzieren könnt und eine geteilte Tastatur, die auch etwas kleiner ist oder sogar um einiges kleiner, wo ihr dann von beiden Seiten das Tablet bedienen könnt. Ich habe das jetzt in den ersten Stunden eigentlich immer mit der normalen Tastatur gemacht, weil die Tastatur größer ist, weil die von meiner Meinung her besser zu packen ist. Und wie ihr sehen könnt, ich glaube, da hat sich sogar dieses Tastaturlayout etwas geändert. Das hat so einen kleinen 3D-Effekt bekommen. Also sehen jetzt aus wie richtige Tasten auf Schreibmaschinen bzw. auf Notentastaturen. Mir gefällt es ganz gut. Ich muss das natürlich ausführlicher beurteilen können in diesem Test. Und damit soll es das erste Mal gewesen sein von diesem kleinen Hands-on von dem Samsung Bookcover für das Galaxy Tab Pro bzw. auch Galaxy Note Pro in der 12,2 Zoll Variante. Vielen Dank, dass ihr da wieder dabei wart und zugesehen habt. Ich würde mich über ein Abo freuen und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, macht's gut.